Ganz kurz vorab, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann wirst du auch meinen Newsletter lieben. Geh einmal auf jörg-mosler.de/newsletter und trag dich dort kostenfrei ein. Schließ dich über 3000 Unternehmern an und erhalte 2 E-Mails pro Woche für mehr Mitarbeiter und Azubis. jörg-mosler.de/newsletter. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Hallo zusammen, ich grüße euch, hier ist Jörg, hier ist der Workers Cast. Heute beschäftigen wir uns nicht damit, wie wir Aufträge und Kunden gewinnen, sondern damit, wie wir eine Kundenanfrage professionell absagen. Und dazu habe ich mir einen Praxisexperten eingeladen, der das in seinem Dachdeckerunternehmen richtig, richtig gut macht und dazu auch Artikel hat und Vorlagen hat. Und bevor ich jetzt zu viel erzähle, sage ich erstmal hallo, Klaus Marquardt, grüß dich, schön, dass du da bist. Schönen guten Morgen, Jörg. So, Dachdecker habe ich schon erwähnt, Klaus habe ich gesagt, aber es gibt bestimmt noch ein paar Dinge, die wir zusätzlich wissen müssen zu dir, zu deinem Unternehmen und zu dem, was du täglich so machst. Erzähl's uns bitte. Okay, dann fange ich mal bei mir an. Ich bin 50 Jahre alt geworden letztes Jahr. Wie du schon gesagt hast, ich bin Dachdeckermeister und auch Klempnermeister. Das habe ich schon mit Anfang 20 gemacht, habe im elterlichen Betrieb gelernt. War dann ja 15 bis 20 Jahre auf dem Dach und ja, seit 15 Jahren dann auch komplett im Büro. Ja, da bin ich Geschäftsführer mit meinem Cousin zusammen in unserem Dachdeckunternehmen. Wir haben 30 Mitarbeiter, bin hauptsächlich fürs Kaufmännische zuständig, für Qualitätsmanagement und auch für Personal und Strategie. Ich mache nur kein Tagesgeschäft, ansonsten alles, was so drumherum gehört. Ja, privat habe ich einen Sohn, der ist jetzt 9 Jahre alt geworden heute. Ich bin jetzt glücklich verheiratet. Wieder letztes Jahr frisch geheiratet. Und habe jetzt eine schöne Patchwork-Familie. Und ja, mir geht's gerade richtig gut, muss ich sagen. Schöne Phase in meinem Leben. Wunderbar, sehr schön. Da können wir ein paar Glückwünsche rausschicken zur Vermählung, zum Geburtstag, zur guten Stimmung. Wunderbar, sehr schön. Okay, also wir wissen jetzt grob, wie dein Tag so aussieht. Dann lass uns ins Thema einsteigen. Ist ja immer noch so, wir haben jetzt gerade, wo wir aufnehmen, Februar 2024, nicht, dass ich was Falsches sage mit den Jahreszahlen, wir haben Februar 2024, immer noch so, Anfragensituation im Handwerk sehr, sehr gut. Wann bist du draufgekommen, dass du gesagt hast, also die Anfragen sind definitiv viel größer als das, was wir abarbeiten können. Wir brauchen da einen guten Prozess, eine gute Struktur, eine gute Idee dahinter, dass wir unsere Kunden, die wir nicht bearbeiten können beziehungsweise nicht bearbeiten wollen, professionell aus der Sache rauskriegen. Wie war das? Das Ganze hat angefangen vor guten 10 Jahren. Damals haben wir einen Preis gewonnen. Das wurde von Mayhemmer ins Leben gerufen. Das hieß Handwerkerseite des Jahres. Ich weiß nicht, ob sich da noch jemand dran erinnern kann. Das war ja mal eine Zeit lang recht präsent in den Medien. Ja, haben wir deutschlandweit gewonnen, als beste Seite. Die Folge war natürlich, wir haben ganz viele Anfragen bekommen. Wir waren sehr sichtbar im Netz und ich habe dann gedacht, das kann ja nicht sein. Ich kriege zwar ganz viele Anfragen, aber 80% ist nicht das, was ich machen will. Und wenn du die einfach löschst, die Mails, dann rufen die an und fragen nach. Und dann weiß keiner Bescheid. Ja, wer hat denn jetzt die Anfrage gelöscht und warum wollt ihr nicht? Und ja, das ist ja auch eine effiziente Frage gewesen. Das hat einfach viel Zeit gekostet. Und ja, dann habe ich auch gleichzeitig eine Phase in meinem Leben gehabt, wo ich, ja, weiß nicht, war Mitte 40. Habe so ein bisschen mich gefragt, was mache ich denn überhaupt hier? Warum gehe ich jeden Morgen zur Arbeit? Mache ich das wirklich gerne? Oder mache ich das nur, dass die Banken ihr Geld zurückbekommen? Das hat so zusammengespielt. Habe mir dann mal bestimmt ein halbes Jahr lang aufgeschrieben, was dafür sorgt, was
weil mir gute Laune macht und schlechte Laune macht. Und ich habe festgestellt, dass mein direktes Umfeld dafür verantwortlich ist, ob es mir gut oder schlecht geht. Und direktes Umfeld sind natürlich auch Kunden. Das ist die Brücke dazu. Und ich habe gemerkt, ich will eigentlich nur mit Kunden zusammenarbeiten, die mir Spaß machen. Und so war der Anfang unserer Spezialisierung. Wir haben auch damals einen neuen Namen entwickelt in der Firma. Wir hießen noch Marquardt und Söhne, irgendwann dann Marquardt Dächer und Fassaden. Und haben uns einen Claim ausgedacht, der heißt klare Werte, gute Arbeit. Und wir wollten einfach dann auch darstellen, dass die Werte, die wir haben, die müssen mit den Werten unserer Kunden zusammenpassen. Und dann haben wir auch alle Spaß bei der Arbeit. Lass mich da mal reingehen, weil das, was du jetzt gesagt hast, bringt mich zu einer Frage, die wir ja eigentlich dann davor stellen müssen. Also es geht ja nicht darum zu sagen, okay, da kommt jetzt gerade eine Anfrage rein, wir haben aber gar keine Zeit, beantworten wir, wir wollen nicht oder viele löschen es auch, kommen wir auch noch zu diesem Thema. Aber der Schritt davor, um wirklich gut und gezielt absagen zu können, ist, wenn ich dich richtig verstanden habe, wirklich mal ganz klar festzulegen, was sind die Tätigkeiten, die wir wirklich ausführen wollen, mit denen wir auch wirklich Geld verdienen und wo wir mit Leuten zusammenarbeiten, mit denen wir auch wirklich zusammenarbeiten wollen, wo das Spaß macht. Also das ist der Schritt, der davor kommt. Verstehe ich so richtig. Genau, du musst erst mal wissen, mit wem willst du arbeiten? Und die Frage kann man sich gar nicht so leicht beantworten. Du kannst es einmal rein wirtschaftlich sehen. Ich habe das wie so ein, Quadrat mal aufgebaut. Du hast Kunden, die du magst, und du hast Kunden, die du nicht so magst. Und gleichzeitig hast du Kunden, mit denen verdienst du Geld, und du hast Kunden, mit denen verdienst du weniger. Und wenn du jetzt einen Kunden hast, mit dem, den du magst und mit dem du Geld verdienst, ist es klar, was du machst. Was ist aber, wenn du einen Kunden hast, den du magst, mit dem du weniger Geld verdienst? Oder du hast einen Kunden, den magst du nicht und mit dem verdienst du gutes Geld. Das ist so ein bisschen die Matrix, die daraus entstanden ist. Aber nochmal zurück zur Basis. Du musst erstmal für dich persönlich wissen, was ist dir überhaupt wichtig im Leben? Und dann, welche Werte sind dir wichtig? Und danach kannst du schauen, welche Kunden passen zu mir. Also für mich, also ich habe angefangen, ich wollte einfach nur E-Mails Anfragen beabsagen, und das war dann irgendwann eine Lebenssinnfrage, was mache ich hier überhaupt? So tief bin ich da zurückgegangen. Okay, vom E-Mail-Postfach zum Lebenssinn, okay, das wäre ein schöner Buchtitel. So einer als Autor, ja, habe ich immer Buchtitel im Kopf. Vom E-Mail-Postfach zum Lebenssinn. Okay, also, aber das ist doch ein spannendes Thema. Also, wenn ich mir das jetzt so vorstelle in so einer quadratischen Matrix, also Kunden, die wir mögen, aber mit denen wir kein Geld verdienen, ja, gute Frage. Kunden, die wir mögen und mit denen wir Geld verdienen, das ist logisch. Dann haben wir die Kunden, die wir nicht mögen und mit denen wir kein Geld oder weniger Geld verdienen, die fliegen auch sofort raus. Und dann haben wir halt noch die, mit denen wir gutes Geld verdienen, aber die wir nicht mögen. So, jetzt, wo ziehst du jetzt dann den Graph in dieser Matrix, um für dich zu entscheiden, welche Kunden sind erstmal grundsätzlich die, mit denen ich arbeiten will? Meine nächste Frage wird dann sein, ja, wie findest du die dann, ne? Aber bleiben wir erstmal da. Wie hast du diesen Prozess für dich gestaltet? Wie lange hat das gedauert? Wie viel hast du analysiert? Nimm uns da mal ein bisschen mit, weil ich glaube, das ist für viele ziemlich spannend. Na, ich habe damals einfach mal Fleißarbeit gemacht. Ich habe alle Vorgänge, die wir hatten in einem Jahr, das waren knapp 600 Stück, habe ich kategorisiert in verschiedene Leistungen. Und auch verschiedene Kundengruppen. Also habe ich Flachdach, Steildach, Reparaturen, Fassade und was es halt alles so gibt. An verschiedenen Leistungen habe ich kategorisiert. Und ich habe Kundengruppen kategorisiert. So Generalunternehmen, Architekten, Privatkunden, öffentliche Auftraggeber etc. Und jede einzelne Baustelle habe ich nachkalkuliert, wie viel Geld hängen geblieben ist. Und so war mir irgendwann am Ende der Kalkulation klar, wo verdiene ich Geld. Bei welchen Leistungen und bei welchen Kunden. Das war eine ziemlich große Tabelle, die viel Arbeit gemacht hat. Ja, das glaube ich. Aber es gab Überraschungen, weil du hast dann auf einmal gemerkt, dass teilweise Kunden, die du magst, es bleibt nichts übrig.
Was machst du mir denn? Ich hatte einen Architekt, der war echt genial. Es hat richtig Spaß gemacht mit dem, aber da ist nie etwas hängen geblieben. Und ja, mit dem haben wir uns dann auch 2-3 Jahre später getrennt, schweren Herzens. Aber das bringt dir ja dann auch nichts. Und das war aber die Basis. Und wenn du dann weißt, wo verdienst du Geld, dann kannst du überlegen, ja, mit wem will ich, mit wem will ich nicht. Und in einer Phase, wo du viele Anfragen hast, kannst du natürlich auswählen. Und in einer Phase, wo du vielleicht die Arbeit brauchst, ist es ungleich schwieriger. Aber selbst da solltest du den Mut haben, gewisse Gruppen rauszukicken, die dir nicht gut tun. Und einfach mit dem Wissen, ja, es kommt was Neues nach. Was war dann dein Ergebnis? Also wie bist du dann aus der Analyse mit der großen Tabelle rausgegangen? Also welche Entscheidung hast du dann da explizit dazu getroffen? Also relativ am Anfang haben wir festgestellt, dass die ganze Arbeit mit Architekten nicht gut funktioniert. Die haben wir als erstes rausgeschmissen, weil die einfach sehr umständlich sind. Also nicht alle. Wir kennen die Architekten, du warst selber auf dem Dach. Ich sag gar nichts, ich sag nichts. Es gibt gute, es gibt aber auch viele, die leben in ihrer Traumwelt, sagen wir es mal so. Und das war auch am Ende nicht effizient. Das Zweite, was wir damals noch festgestellt haben, waren die Steildachsanierungen, die waren für uns auch wenig lukrativ. Das war so der Anfang, der erste Gedanke, dass es bei uns mehr Richtung Flachdach geht. Heute sind wir bei 80% Flachdach. Und vor 10 Jahren waren wir noch bei 80% Steildach. So war der Wandel bei uns. Ja, und Privatkunden war das Letzte, was wir dann irgendwie vor 3 Jahren gesagt haben, wollen wir nicht mehr, wir machen nur noch öffentlich-gewerblich. Und es hat sich alles über meine Nachkalkulationstabelle, hat sich das halt sichtbar gemacht. Und wir fühlen uns jetzt einfach im gewerblichen Bereich wohl, weil du da auch auf einem gewissen Niveau auch ja, mehr Verständnis entgegenbekommst von anderen Planern und ja, es macht einfach Spaß. Okay, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch dann zu sagen, wir nehmen die Kunden, mit denen so einen Spaß macht. Viele hätten jetzt vielleicht auch gesagt, nee, also mit den Privatkunden macht mir jetzt persönlich mehr Spaß als mit den Gewerbekunden, aber das ist ja bei jedem dann individuell und ja, eben. Seine Entscheidung, ja. Ich sag weder, dass Steildach schlecht ist, noch dass Privatkunden schlecht sind. Für uns war halt der Weg der bessere. Wir fühlen uns bei Privatkunden nicht wohl, weil ich keine Lust habe, zum 100. Mal den Unterschied zwischen den verschiedenen Glassorten im Dachfenster zu erklären. Das war mir dann irgendwann zu mühselig. Okay, das ist alles gut. Wie gesagt, nochmal, das ist ja auch nichts, was du jetzt in irgendeiner Form rechtfertigen musst, sondern für mich war jetzt nur interessant, wie du das für dich entschieden hast. Okay, gut, dann hatten wir diesen Step. Wenn ich jetzt weiterdenke, auch aus Marketing-Sicht, der nächste Schritt ist ja, mein Aufträge absagen ist die eine Sache, aber es ist ja dann auch erstmal noch ein gewisser Schritt, in der Hauptsache die Anfragen anzuziehen, die ich gerne hätte, damit ich gar nicht so viele absagen muss, weil ich mich nach außen hin so darstelle, dass auch diese Anfragen kommen, die ich in der Hauptsache haben will. Habt ihr das gemacht? Funktioniert das? Wie läuft das bei euch? Ja, das haben wir mit der Zeit gemacht. Inzwischen ist unsere Spezialisierung klar. Die steht auch auf der Website. Und mit der Zeit spricht sich das auch einfach rum. Also momentan ist Flachdach und Metalldach für öffentliche und gewerbliche Auftraggeber. So in einem Satz. Das ist unsere Spezialisierung. Und klar, das erste ist Website. Und was wir noch machen, ist, dass wir die Anfragen, die wir bekommen, auch konsequent absagen. Aber nicht einfach plump, sondern mit gut geschriebenen Texten. Die habe ich mir mal von einer Sprachwissenschaftlerin schreiben lassen vor ein paar Jahren. Gesagt hat, das ist das Problem, was wir haben. Wir kriegen so viele Anfragen. Wie soll ich sie absagen, ohne sie vor den Kopf zu stoßen? Wir kennen das alle. Was ja oft gemacht wird, ist dem Kunden, anstatt abzusagen, ein hochpreisiges Angebot zu schicken, in der Hoffnung, dass wenn das beauftragt, dann ist wenigstens für viel Geld.
Das hat aber zur Folge, dass du irgendwann den Ruf kriegst, eine Apotheke zu sein. Da bin ich kein Freund von so hochpreisigen Abwehrangeboten. Wenn du absagst, mit dem Grund, du hast keine Zeit, dann ist die Folge, dass es irgendwann heißt, ah, der Marco, den brauchst du nicht mehr anfragen, der hat nie Zeit. Ist also auch nicht gut. Und du kannst aber am Architekt auch nicht schreiben, ha, lieber Architekt, ich habe keinen Bock auf dich zu arbeiten, ich mag keinen Architekten. Okay. Geht ja auch. Geht lass ja auch mich da nicht. Mal, ja, lass mich da mal kurz einhaken, weil das ist ja spannend. Also, es ist ja doch, also behaupte ich jetzt einfach mal, sehr häufig so, dass du einen Auftrag absagst, weil du eben keine Zeit hast, ihn durchzuführen. Und es kann auch gut sein, dass du einen Auftrag absagst, weil es eben ein Kunde ist, den du nicht haben möchtest. Also rein faktisch gesehen jetzt im Unternehmen, dass du wirklich sagst, es sind die Gründe für die Absage intern sind andere als die, die du dann extern nach draußen mit deinen Vorlagen formulierst. Sehe ich das richtig? Genau, aber ich habe jetzt zum Beispiel zu dem Thema keine Kapazitäten, habe ich zwei Antwortschreiben. Ich kann eine Antwort schreiben, ich habe keine Kapazitäten frei, wenn ich auch keinen Bock habe, die Arbeiten zu machen. Oder ich schreibe sie so, dass ich mehr die Option offen halte. Wenn ich vielleicht mal kurz zitieren kann. Sehr gerne. Also wenn ich mehr die Arbeit offen halten will, vielleicht später das machen kann, dann schreibe ich, leider können wir für dieses Bauvorhaben kein Angebot erstellen, denn im gewünschten Ausführungszeitraum haben wir keine Kapazitäten mehr frei. Wir bitten um Verständnis. Sollte es möglich sein, dass sich das Bauvorhaben auch zu einem späteren Zeitpunkt ausführen lässt, freuen wir uns, wenn Sie uns Bescheid geben. Falls eine Verschiebung nicht möglich ist und Sie die Aufgabe lieber einem anderen Betrieb anvertrauen, wünschen wir Ihnen guten Erfolg und stehen Ihnen für Ihr nächstes Bauvorhaben wieder gerne zur Verfügung. So, das ist ein Kunde, bei dem kann ich wirklich nicht, weil für den würde ich gerne. Okay. Und wenn ich die Arbeit nicht will, dann schreibe ich einfach, leider können wir Ihnen für dieses Bauvorhaben kein Angebot erstellen, denn im gewünschten Ausführungszeitraum haben wir keine Kapazitäten frei. Wir bitten um Verständnis. Für die Zusammenarbeit mit einem anderen Betrieb Ihrer Wahl wünschen wir Ihnen viel Erfolg sowie gutes Gelingen und bedanken uns für Ihr Vertrauen. Also das ist auch eine recht nette Absage. Okay. Mein Einschub für dich, diese Formulierungen, die sind, glaube ich, in diesem PDF drin, das du dazu erstellt hast. Das kann man sich bei dir runterladen, glaube ich, oder? Da sind alle diese 7 Formulierungen drin? Ja, das gibt's als Freebie auf meiner Website. Die sind okay. Alle ich da verfügbar. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Also wenn ihr diese Formulierungen haben wollt, jetzt haben wir 2 gehört, fehlen noch 5, ne? dann könnt ihr euch die auf der Blogseite oder Homepage, weiß ich gar nicht genau, von Klaus auf jeden Fall, ihr werdet den Link finden. Ja, auf der Website einfach Klaus vom Dach suchen und dann findet man das sofort. Okay, alles klar. Gut, also jetzt haben wir verschiedene Formulierungen gehört. Jetzt brauche ich aber ja auch, ich sage jetzt mal, den Prozess und den Willen dahinter, diese Absagen auch wirklich zu schicken. Weil, also korrigier mich, wenn du es anders siehst, aber sehr, sehr häufig ist es im Moment halt einfach auch noch so, dass Anfragen reinkommen und die werden dann eigentlich nicht beantwortet, ne? Weil man eben schon weiß, man hat keine Zeit oder auf den Kunden hat man keinen Bock oder ähnliches und dann gibt es eben überhaupt keine Reaktion. Wie ist deine Reaktion auf keine Reaktion? Also was sagst du zu dieser Vorgehensweise? Na, ich sag alles ab, was ich will, einfach aus dem Grund, weil wenn ich nicht absage, fragen die nach. Dann habe ich es ja eh wieder auf dem Tisch. Aber wie läuft es dann ab? Irgendeiner kriegt die Anfrage, wir sind zur 6. Büro, die rufen in der Zentrale an, die in der Zentrale weiß nicht Bescheid, wer die Anfrage hat. Jeder im Büro wird gefragt, wer weiß Bescheid. Also das auf einmal ist es dann wie so ein Wespennest, in das reingestochen wurde. Das alle sind aufgescheucht, weil der Kunde nachfragt, nur wenn man nicht abgesagt hat. Also ich sage einfach alles ab. Ja, und das Beste dabei ist, dass das Feedback einfach hervorragend ist. Selbst wenn du absagst, kommen dann E-Mails zurück, auch vielen Dank für die Absage. Meistens hört man gar nichts mehr. Also ich würde es mal schätzen, dass 80% der Anfragen, die rausgehen von Kunden, von Dachdeckern einfach nicht beantwortet werden oder von anderen Handwerkern. Und ich finde es einfach schlimm. Das ist doch keine Art und Weise. Also ich habe jetzt keinen Zahlenwert dazu, aber wenn du sagst 80%, ich kann es ist ein Gefühl. Es ist ein Gefühl, aber ganz, ganz viele
Anfragen von Kunden bleiben einfach unbeantwortet. Ja. Das ist doch keine Art und Weise. Wie sollen wir denn da den Ruf des Handwerks stärken? Das ist doch nichts. Ist definitiv ein guter Punkt, weil das hat ja auch was mit Respekt zu tun, ne? Also dass ich sage, wenn da jemand eine E-Mail schreibt und ja, sei sie noch so unpassend für mich, dass ich dann zumindest absage und eine Reaktion zeige. Ja, weil es ist halt, ja, so wie du schon sagst, es stärkt nicht unbedingt den Gesamtruf des Handwerks, wenn auf Anfragen nicht reagiert wird. Ich habe mal eine Absage geschrieben, Privatkunde, Garage, habe ich gesagt, Ali, ich lese es jetzt nicht vor, nur sinngemäß. Vielen Dank für die Anfrage. Wir können leider kein Angebot erstellen, da wir nicht für Privatkunden arbeiten. Wir haben uns auf folgende Punkt und Punkt spezialisiert. Und da bekomme ich die Antwort zurück. A, es trifft sich gut, Herr Marquardt. Ich bin auch Unternehmer. Ich habe eine Halle im Gewerbegebiet so und so. Wir brauchen da auch ein neues Dach. Ja, okay. Also du einfach ehrlich sein, einfach sagen, tut mir leid, wir führen diese Leistung nicht aus. Wir arbeiten für diese Kundengruppe nicht. Aber sollten Sie was haben, was in die Spezialisierung fällt, melden Sie sich doch wieder oder empfehlen Sie uns. Und wir sind so begeistert, dass Sie überhaupt eine Antwort kriegen, weil 80% hier ins Leere läuft, dass Sie sich das auch merken. Wir bleiben denen im Kopf. Ja. Es ist doch grundsätzlich schon schlimm, dass du ein Alleinstellungsmerkmal hast, weil du auf E-Mails reagierst, oder? Nein, also, weil ich Anfragen absage. Ja. Ja. Okay. Meine jetzt, das sind wirklich so grundsätzliche Punkte. Was mich jetzt noch interessiert ist, wie du, wenn jetzt eine Anfrage kommt, was hast du für einen Scanner? Also es gibt ja auch vielleicht Kunden, die jetzt von der Matrix her passen, aber wo es dann trotzdem vom Kunden her nicht zusammenpasst irgendwie. Also wenn jetzt E-Mails kommen, wenn Anfragen kommen, mein klar, die Garage, das fliegt sofort raus, das ist mir klar. Aber wie machst du es bei Anfragen, die entweder so oberhalb oder unterhalb deiner Linie sind, ja, wo es so in der Grauzone ist? Wie entscheidest du da? Nach welchen Punkten gehst du da, bevor du die Entscheidung triffst, absagen oder da gibt's ein Angebot von uns? Da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle. Ich habe mir da sogar mal ein eigenes Qualitätsmanagementsdokument erstellt. Anfragen priorisieren heißt es. Und da habe ich irgendwie 10, 15 Faktoren drauf geschrieben. Und die gilt es alle in Summe abzuwägen. Das sind die Parkmöglichkeiten vor Ort. Das ist, kann ich einen Kran stellen? Das ist, wie ist die Gebäudegeometrie? Habe ich eine große Fläche oder habe ich 8 Einzelflächen? Kenne ich den Architekt? Ist der gut? Ist der schlecht? Wie weit ist die Baustelle weg? Sind es Arbeiten, die unsere Mitarbeiter gerne ausführen? Und das gibt es in Summe einfach abzuwägen, ob ich jetzt die Sache machen möchte oder nicht. Und bei uns fliegen 80% der Anfragen raus aus dem Raster, weil es einfach nicht in unsere Spezialisierung fällt oder weil die Umstände so sind, dass man kein Geld verdienen kann. Ja, also das gibt es auch noch, also zusätzlich zu den Punkten, die ganz am Anfang ja, abgefragt werden, welche Aufträge wollen wir grundsätzlich machen. Gibt es dann innerhalb der einzelnen Anfragen, so wie es du gesagt hast, auch noch mal eine Unterspezifizierung? Ist das was für uns oder ist das nichts für uns? Ist das ein Auftrag, der uns und den Mitarbeitern Spaß macht? Ist das ein Auftrag, wo wir Geld verdienen, ja oder nein? Also auch da gehst du dann intensiver in das Thema rein und entscheidest dann auch wieder, gibt's die Absage mit keine Option oder gibt's die Absage mit, naja, wenn du es irgendwann anders machen willst, wenn Zeit das Problem ist, dann sind wir gerne bereit. Also das sind dann schon Überlegungen, die du anstellst. Ja, absolut. Und ich habe mir auch mal eine No-Go-Liste erstellt, das fällt mir gerade ein. Da stehen Sachen drauf, die wir auf keinen Fall machen. Wir arbeiten zum Beispiel nicht in der Innenstadt. Das ist gar nicht unsere Welt. Da, wo es beengte Platzverhältnisse und keine Parkmöglichkeiten gibt, da gibt's andere Betriebe, die haben sich darauf spezialisiert. Die haben spezielle Aufzüge, die kennen die Ämter dort. Das machen wir zum Beispiel nicht. Und ja, das ist einfach, mir fehlt dann ziemlich viel und es geht ziemlich viel raus. Und zum Glück können wir uns das leisten, weil ich bin ja schon eine Weile im Büro. Ich habe 95 meinen Meister gemacht.
Und es gab definitiv Zeiten, da konntest du es dir nicht erlauben, Anfragen abzusagen. Und das müssen wir uns einfach mal wieder bewusst machen, in welch einer schönen Zeit wir leben, dass wir uns jetzt tatsächlich das raussuchen können. Und viele Generalunternehmer, deren Ruf ja auch nicht immer besonders gut war und ist, denken jetzt um, weil die keine Handwerker mehr finden, die für sie arbeiten wollen. Die spielen jetzt auch auf Fairness teilweise. Ist es nicht vielleicht auch, sorry, wollte ich nicht unterbrechen. Ja, ich wollte nur sagen, da ist halt gerade ein Wandel drin und das müssen wir uns Handwerker auch neben all dem Tagesgeschäft und Stress, was wir auch gerade haben, auch wieder mal wieder bewusst machen, dass jetzt die Zeit ist, in der wir tatsächlich auch steuern können, ob wir Spaß bei der Arbeit haben oder nicht. Ich meine, es gibt eine Wohnungsmarktdelle momentan, wer viel im Wohnungsbau tätig war, der wird denken, was erzählt der für einen Quatsch, der Klaus, weil die haben jetzt momentan nicht viel Arbeit, vereinzelt. Aber grundsätzlich ist es doch schon noch so, dass die Zeiten besser sind, wie sie in den 90ern zum Teil waren. Die Frage, die mir dazu in den Sinn gekommen ist, ist es nicht auch so, je stärker du wirklich diesen ersten Schritt gehst, also dass du sagst, du spezialisierst dich, du schaust wirklich genau, was können wir richtig gut, was wollen wir machen, passt dann dementsprechend darauf auch die Außendarstellung an, dass das auch gut für deine Anfragensituation ist, weil du dann als Spezialist, nenne ich es jetzt mal, halt auch wirklich die guten Sachen anziehst und nicht als Generalist irgendwie alles aufsaugst, was irgendwie daherkommt, also von der Garage bis zur Halle. Hat das einen positiven Effekt? Wie beurteilst du das? Ja, absolut. Wenn auf der Website steht, wir arbeiten nur für Gewerbliche und Öffentliche. Und ein Kunde hat letztens einen Bruchsal, also Ort 20 Kilometer weg, Industriekunde, die bauen Bagger, die haben mehrere größere Gebäude und Hallen. Die haben unser Auto gesehen, haben auf die Website geschaut und haben gesehen, wir sind auf Gewerbe und Flachdach spezialisiert. Die haben uns angerufen und eingeladen. Ich glaube, wären wir irgendein Dachdecker gewesen, hätten sie das vielleicht nicht gemacht. Das dauert seine Zeit, aber jedes Mal, wenn ich mit Menschen drüber rede, ob sie sich spezialisieren, haben sie Angst, dass sie nicht genug Arbeit haben in Zukunft. Weil du verlässt ja eine Kundengruppe oder eine Leistung. Und das Loch muss ja erstmal wieder gefüllt werden. Und da haben wir einfach ganz viel Angst davor. Und ich gucke auch gerne so Restaurantberichte im Fernsehen, Rosinen-Restaurant oder so. Und es ist ja genauso, wie wenn du eine Kneipe hast und hast 100 Gerichte auf der Speisekarte. Gehst du da essen? Wahrscheinlich nicht. Ja. Wenn es aber ein Fischrestaurant gibt, wo steht, hier gibt es den besten frischen Fisch in der Region, dem 10 Gerichte auf der Karte, ja, da kriegst du doch Fisch essen, oder? Das ist das Gleiche. Und alle haben Angst vor Spezialisierung, weil sie glauben, sie haben nicht genug Arbeit. Ich hatte mal einen Nachunternehmer, der war solo-selbstständig, als Dachdecker. Und da hat er auch noch Trockenbau gemacht, weil er gedacht hat, er kriegt als Dachdecker nicht genug Arbeit. Aber was macht denn das für einen Eindruck, wenn auf dem Auto steht Dachdecker und Trockenbau? Das ist doch, da geht doch keiner hin. Aber da fällt es den Unternehmern einfach schwer, mal die Kundenbrille aufzusetzen und sich in die reinzuversetzen. Auch wie sie selber sich verhalten, wenn es drum geht. Wenn du jetzt mit deinen Ausführungen den einen oder anderen ins Nachdenken gebracht hast, berichte doch mal aus der Praxis. Also wie lang war dieser Prozess bei euch? Ja, also wie lang hat das gedauert, bis man sagen kann, so jetzt haben wir wirklich diesen, ja, Turnaround ist vielleicht ein bisschen der falsche Begriff, aber diese Spezialisierung wirklich, wirklich umgesetzt und uns von diesen Kundengruppen auch wirklich getrennt? Also über welche Zeiträume sprechen wir da bei euch? Das gibt jetzt, also der ganze Prozess ging jetzt 10 Jahre, muss ich sagen, wo wir komplett von 80% Stahldach auf 80% Flachdach gegangen sind. Und von 80% Privatkunden auf 5% Privatkunden. Das waren jetzt 10 Jahre. Man lässt halt jedes Jahr irgendwie was anderes fallen. Zuerst lässt man die Architekten weg, dann haben wir Photovoltaik-Montagen gemacht früher, also reine Montagearbeit.
Die haben wir auch weggelassen. Steildachsanierung hat 2-3 Jahre gedauert, bis wir endlich losgelassen haben. Zuerst haben wir es versucht zu optimieren und dann haben wir es losgelassen. Und ab dem Jahr, wo wir keine Sanierung mehr gemacht haben im Steildach, die sehr zeitaufwendig in der Planung sind und auch in der Bauleitung, hatten wir auf einmal ein Büro Luft für neue Dinge. Und ab da ging unser Umsatz hoch und auch unser Gewinn. Also wir haben unseren Umsatz im Vergleich zu vor 5-6 Jahren verdoppelt. Also ohne neue Mitarbeiter. Ja. Das ist eine spannende Sache. Das hört sich nicht schlecht an, würde ich jetzt mal sagen. Das kriegst du nicht in 3 Jahren hin. Das ist ein Prozess, denn das ist ein Prozess, der nie aufhört. Jetzt ist es ja auch wieder so. Jetzt ist das Thema Photovoltaik da. Steckst du ein, steckst du nicht ein? Wie spielt das deine Werte? Willst du da mitmachen oder nicht? Bleibst du lieber in deiner Spezialisierung oder erweiterst du dich doch? Meine Spezialisierung ist ja auch eine Effizienzfrage. Denk doch gerade mal an dein Lager. Wie groß muss denn dein Lager sein, wenn du Flachdach und Steildach hast? Oder nur eins von beiden? Du hast auf einmal doppelt so viel Platz im Lager für deine ganzen Reste und Lagermaterialien. Auch wenn es um Schulungen geht, du musst dich nur noch in einem Bereich weiterbilden und nicht in beiden. Das ist so unglaublich effizient, wenn du dich auf irgendwas eingeschossen hast und du wirst ein Experte in deinem Bereich und dann spricht dich das auch rum. Das dauert eine Zeit, ja. Von dir definitiv eine klare Empfehlung dahingehend. Also um das Ganze jetzt auch nochmal für mich und für euch gedanklich zusammenzufassen. Also es ist immer der erste Schritt, sich mal zu fragen, was will ich denn überhaupt machen? Das dann klar und konsequent durchzuziehen und auch klar zu bleiben, was die Absagen angeht. Jetzt lass mich mal noch ganz kurz in die Details reingehen. Also wir haben ja gesagt, es gibt 7 verschiedene Texte, die du fürs Absagen verwendest. 2 davon hast du uns genannt. Wer alle wissen will, der lädt sich das runter. Was mich jetzt aber interessieren würde, ist, diese 7, was sind denn die jeweiligen Gründe für diese Absage? Also du musst mir jetzt nicht die Formulierung nennen, aber welche 7 verschiedenen Szenarien hast du denn da abgedeckt? Gut, fangen wir mal mit den Reparaturen an. Das habe ich nämlich vorhin auch vergessen. Wir hatten zuerst keine Reparaturen mehr gemacht für Privatkunden, bevor wir alle Privatkunden abgesagt haben. Und der Grund ist, um unseren Kunden optimal auf ihren Bedarf zugeschnittene Leistungen bieten zu können, haben wir uns auf öffentliche und gewerbliche Auftraggeber spezialisiert. Also es geht einfach darum, denen zu sagen, wir sind Profis, aber halt nicht in eurem Bereich. Wir können die Leistung leider nicht anbieten. Und was sich dann als noch hervorragend herausgestellt hat im Nachhinein ist, dass wir im Reparaturbereich haben wir einen ehemaligen Mitarbeiter von uns, der sich selbstständig gemacht hat bei uns im Ort. Den empfehlen wir jetzt immer für Reparaturen. Also wir kriegen ja immer noch regelmäßig Reparaturanfragen. Und wir sagen dann, den machen wir nicht mehr, aber wir kennen jemanden, der macht es gerne und wir leiten einen Kontakt weiter und dann sind alle glücklich. Das war das Thema Reparaturen. Einzugsgebiet ist auch klar. Ich meine, ich muss Sachen nicht begründen unbedingt. Ich sage, wenn jetzt einer anfragt, der eine Stunde weg ist, und dann schreibe ich einfach, tut mir leid, machen wir nicht. Wir fahren maximal 45 Minuten. Punkt. Ich muss nicht alles begründen, was ich nicht will. Ich muss einfach nur freundlich sein. Ich muss mich ja da nicht rechtfertigen. Könntest du im Dönerladen auch keinen... Gut, in manchen Dönerläden kannst du schon Schnitzel kaufen, aber in der Regel halt nicht. Also du... Und wir sind halt spezialisiert auf diese Themen und nicht auf andere. Was haben wir noch einen Grund? Ach, ich habe noch eine allgemeine Anfrage, kein Interesse, wenn du wirklich keine Lust hast, einen Grund anzugeben. Könntest du auch freundlich absagen? Dann gibt's die Antwort Spezialisierung auf Leistungen. Zum Beispiel, tut mir leid, wir können Ihnen das Angebot nicht machen, weil wir kein Stahldach machen. Wir machen uns Flachdach, haben uns darauf spezialisiert. Und auch hier könntest du Kooperationen schaffen und jemand anders empfehlen. Das kommt richtig gut an. Selbe gilt für Kundengruppen. Und seit wir unseren Privatkunden sagen, tut mir leid, wir machen keine Privatkunden mehr, wir sind nur öffentlich und gewerblich, dann haben die auch Verständnis, die allermeisten.
habe ich ein bisschen die Frage vergessen. Mir ging es um diese sieben Absagen, also diese sieben Formulierungen, für welche Absageszenarien die sind. Ich habe jetzt auch nicht mitgezählt, aber wir hatten jetzt beim ersten Mal hatten wir Zeit. Du hast jetzt genannt Kundengruppen. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber so. Ja, ich auch nicht. Ich glaube, wir sind auf jeden Fall in die Richtung gegangen. Ja. Für alle, die mitgezählt haben, schreibt mir gerne, wo wir rausgekommen sind. Ja. Aber wir können uns das auf jeden Fall vorstellen. Für diese Szenarien gibt es dann Formulierungen und da kann ich dann auch auswählen. Also will ich nenne es jetzt mal hart absagen oder weich absagen, ja, je nachdem, ob ich es mir grundsätzlich für später nochmal vorstellen kann und solche Geschichten, ist da alles drin. Okay, ich glaube, wir haben einen ganz guten Rundflug gemacht über dieses Thema Absagen und vor allem auch über alles das, was zum Absagen dazu gehört und wie man dieses Thema ja aufbauen sollte, damit es hinten raus auch wirklich Sinn macht, weil einfach nur eine E-Mail zu schreiben, hey, wollen wir nicht, machen wir nicht, melde dich nie wieder bei uns, kann natürlich jeder, aber wenn was machen will wie ein Profi wie Klaus, dann gehören einfach zusätzliche Überlegungen dazu. So, Klaus, an dich zum Abschluss die Bitte rund um dieses Thema professionell absagen im Handwerk und im Handwerksunternehmen, dass du nochmal einen Appell, du hast ja viele Appelle drin gehabt, aber so einen Abschlussappell an alle unsere Zuhörer richtest. Was hättest du gerne, dass alle unbedingt zum Thema Absagen beachten? Was hätte ich gerne? Ich hätte gerne, dass sich die Handwerker besser organisieren in Bezug auf ihre Kapazitätsplanung. Die meisten sagen ja nicht ab, weil sie gar nicht wissen, wie ihre Kapazitätsauslastung in den nächsten Monaten aussieht. Weil die ihr Tool nicht nutzen oder keins haben oder nicht pflegen. Und da liegt auch irgendwo der Hund begraben. Die Handwerker, die sagen ja nicht ab, weil sie Angst haben, dass ihnen die Arbeit ausgeht. Und da will ich einfach, dass sie sich besser organisieren. Ich hatte jetzt einen Handwerker hier wegen der Reparatur von einem Wasserrohr. Katastrophe, der musste 8-mal hinterher telefonieren, weil er seine Termine nicht im Griff hat. Mein Appell ist, liebe Handwerker, habt eure Termine im Griff. Und wenn ein Kunde anfragt, kannst du mir in 6 Wochen das Dach machen, dann müsst ihr dem antworten können, ja, kann ich. Ich habe Zeit oder nein, kann ich nicht. Ich habe keine Zeit. Oder ich habe in 6 Wochen keine Zeit, kannst du auch in 12 Wochen. Ich finde, das ist mit das Wichtigste in dem ganzen Thema. Daneben, dass du auch natürlich wissen musst, für wen will ich arbeiten überhaupt. Aber ich glaube, das wissen die meisten schon, mit wem sie gerne zusammenarbeiten. Es hapert einfach auch in der Organisation, denn die ganzen Handwerker, über die wir teilweise vorhin ja schlecht gesprochen haben, weil sie E-Mails nicht beantworten, da soll jetzt kein falscher Eindruck hinterstehen. Das sind alles super fleißige, liebe Menschen, denen es einfach an Zeit und Organisation fehlt, um Kundenanfragen ordentlich beantworten zu können. Ja, das ist mein Appell. Okay, da steckt da auch wieder eine ganze Menge drin. Ich glaube, abschließend können wir sagen, euer Handwerk beherrscht da alle. Und wer sich jetzt angesprochen gefühlt hat, dass in der Organisation und beim Absagen und beim Terminieren noch ein bisschen was geht, ja, macht doch als allererstes mal Folgendes und lad dir mal die 7 Absagemöglichkeiten runter, damit du zumindest schon mal richtig schöne E-Mails schreiben kannst. In diesem Sinne, Klaus, ich danke dir für deine Zeit und für deine Insights aus deinem Unternehmen. Euch danke ich fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder beim Workerscast. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Ciao, euer Jörg. Ja.